Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich bei einem weiteren Interview in meinem Kraftvoll und Erfüllt Leben Podcast. Ich bin Christine Prezelius, Wirtschaftspsychologin, Life Coach und Autorin und ich freue mich riesig, heute ein tolles Gespräch mit der lieben Felicitas Prenzel führen zu können. Wir sind seit ein paar Monaten verbunden. Vor dem Hintergrund von Pure and Positive habe ich sie mal angeschrieben, weil ich ja immer auf der Suche nach tollen, inspirierenden Menschen bin, die die Welt mit ihrem Tun die ein bisschen besser machen. Und ich fand das einfach ganz, ganz toll. Wir haben viele Parallelen und wir hatten gleich eine tolle Ebene und einen wertvollen Austausch. Und jetzt freue ich mich, wenn ich mit euch diese tollen Tipps und Inspirationen teilen kann. Fee und mich verbinden vor allem unsere Werte, ein veganer Lebensstil, aber auch die Motivation, mit der wir täglich unterwegs sind. Und ich würde euch jetzt so gerne das Geschenk machen und ein bisschen positive Energie von dieser tollen Frau zu euch transportieren. Als Fränkin ist sie der Liebe wegen nach Hamburg gekommen und fühlt sich jetzt im alten Land vor den Toren Hamburgs pudelwohl, wie sie sagt. Sie war eine lange Zeit auf der Suche, auch auf der Suche nach Liebe, nach Glückseligkeit. Wie sie auch immer sagt, ihr Name Felicitas, die Glückliche, aber auch nach dem Sinn und nach der Aufgabe in ihrem Leben und vor allem nach innerem Frieden. Und wann passt es besser, darüber zu sprechen, als in die aktuelle Zeit? Sie hat den inneren Antrieb, die Welt in vielen Bereichen zu verändern. Allerdings nicht durch Zwang und Überredung, sondern durch leichtes und spielerisches Vorleben. Also nicht zu missionieren, sondern mehr zu inspirieren. Sie ist Mutter von zwei Mädels, zwei Kindern, die aber jetzt auch schon ein bisschen größer sind, Geschäftsführerin einer Spedition, eine tierleidfreie Spedition auf Deutschlands Straßen. Da wird sie später auch noch kurz was zu sagen. Sie hält Vorträge über Ernährung, schreibt Bücher und Beiträge in Fachzeitschriften, hat viele Ausbildungen und Qualifikationen in unterschiedlichsten Bereichen, war ehrenamtlich bei dem Lions Club in Bamberg, Residenz und beim Vegetarierbund Bamberg aktiv und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich da wirklich, euch das Gespräch jetzt gleich zu teilen. Sie spricht mit uns über vegane Neuigkeiten, Rezepte, Kochkurse, alles was sie so macht und warum der vegane Lebensstil aus ihrer Sicht die Antwort auf globale Herausforderungen sind, was da auch ihre Erfahrungen sind, die sie gemacht hat. Also da teilt sie mit uns auch die Vorteile dieser Lebensweise. Dann spricht sie mit uns darüber, warum sie denkt, dass Schöpfung unser wertvollstes Kapital ist. Dann durfte ich auch Patin werden letztes Jahr von einem ihrer Bäume im Feengarten im alten Land. Ein Birnenpatenbäumchen durften wir da pflanzen. Auch was ihre Vision damit ist, wird sie mit uns teilen. Auch wer noch Pate ist aus der ganzen Welt und wie man da die Förderung von Bienenbeständen unterstützen kann. Ja, dann spricht sie mit uns noch ein bisschen über ihr tolles Buch, das gerade rausgekommen ist und warum sie fest davon überzeugt ist, dass jeder Mensch seine Lebensaufgabe hat und warum es so wichtig ist, dass jeder sie findet, wie sie dabei begleitet wurde, inspiriert wurde und was sie noch alles so tut, was ihr Wunsch für die Welt ist und was wir für den inneren Frieden tun können, erst bei uns und dann im Außen darüber und über noch ganz viele andere Dinge wird sie mit uns sprechen. Ich freue mich nochmal, dass sie sich die Zeit nimmt. Sie ist jetzt gerade mit ihrem Wohnmobil unterwegs, aber wir haben uns, das Internet macht es möglich, zusammengeschaltet und ich freue mich riesig, mit euch das Interview jetzt teilen zu können. Freut euch auf die liebe Fee, auf die liebe Felicitas und auf alles, was sie jetzt mit uns teilt. Viel, viel Freude mit dem jetzigen Interview. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei einem weiteren Interview und ich freue mich riesig auf die liebe Felicitas Prenzel. Ich freue mich so, so sehr, euch diese wunderbare Frau vorzustellen, denn uns verbinden so viele tolle Werte, die in diese Zeit so unglaublich gut passen und so, so wichtig sind.
Und sie hat so einen tollen Erfahrungsschatz. Sie hat so viel Wissen, eine so sympathische Art. Und ja, es ist ein absolutes Geschenk, sie euch vorzustellen. Und ich freue mich auf alle Tipps und was sie da jetzt für uns so bereithält. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Fee. Und ja, die Welt ist gerade in Bewegung. Ich freue mich, du bist jetzt auch gerade unterwegs. Kannst du dir gleich einleiten, wenn du magst, so ein bisschen erzählen. Aber ich freue mich sehr und ich schätze es sehr, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Und ja, wir sind auch viel im Austausch gewesen, ne? Es ist gerade so viel im Außen unruhig und deine Themen sind ja so auch innerer Frieden, inneren Frieden finden, auch im Außen dann Frieden schaffen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal ja, tiefer im Gespräch, denke ich mal, drauf. Aber wenn wir beide loslegen, dann sind wir so ne, im Redeschwall, im Flow und ich freue mich da richtig, richtig drauf. Wir haben schon länger gesagt, es braucht Menschen wie uns, die sich zusammentun, die sich da verbinden, Mehrwerte generieren. Und ja, wenn im Kern, im Kleinen was entsteht, dann können wir im Großen viel bewirken. Vielleicht magst du dich auch selber noch mal kurz vorstellen. Was sind da so die Gedanken zur aktuellen Zeit? Was macht das so mit dir? Nimm uns doch auch gerne mal ein bisschen mit auf deinen Weg und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt tust. Ja, hallo, liebe Christine. Also nochmal ganz offiziell auch. Ich freue mich natürlich total, dass wir heute hier zusammen plaudern. Und ja, meine Reise ist natürlich eine sehr lange. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht ganz alt. Ich habe schon sehr früh begonnen, mich mit Themen zu beschäftigen, wie man einfach eine schöne Stimmung haben kann, gute Gedanken haben kann, einen Beitrag leisten kann auf dem Planeten, weil ich empfinde das einfach als sehr, sehr wichtig, dass wir ja, hier nicht nur dem Erfolg hinterherjagen, sondern einfach auch eine gewisse Erfüllung finden und durch unser Sein einfach andere Menschen auch inspirieren. Und so habe ich eigentlich schon sehr früh begonnen, mich mit vielen geistigen Themen auch zu beschäftigen. Und ja, du hast gerade gesagt, was so meine Botschaft vielleicht auch so ist an die Menschen und was so meine Idee ist, wie man inneren Frieden bekommen kann. Für mich ist eins ganz wichtig. Das Wort Gedankenhygiene ist für mich sehr entscheidend, weil ja, wir neigen sehr dazu, auf alles zu reagieren, was im Außen passiert. Ich finde, immer ein sehr schönes Beispiel ist ein Thermometer, das im Raum die Temperatur misst und im Gegenzug das Thermostat, das die Temperatur einstellt. Und ich frage mich halt immer, bin ich in meinem Leben Thermometer? Reagiere ich auf alles von außen? Wird meine Stimmung dadurch beeinflusst? Ist meine Stimmung gut? Ist meine Stimmung schlecht? Oder bin ich ein Thermostat, das eine eigene Temperatur hat und Metapher. die Dinge von außen annimmt und aber trotzdem in der eigenen Energie man bleibt und eigentlich versucht, durch dieses Thermostat-Sein, sage ich mal, ja, gute Gedanken in die Welt zu senden. Und ja, ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf die Gedanken eingehen, warum mir die so wichtig sind. Ich denke, da ist sich auch nicht immer jeder so bewusst, was Gedanken tatsächlich bewirken können. Aber alles, was wir hier auf dem Planeten haben, sind es jetzt Stühle, Tische, Bilderrahmen, alles, was im Zimmer so rumsteht, hat ja irgendjemand sich mal ausgedacht. Und es ist Realität geworden, weil er daran geglaubt hat, dass er daraus was machen kann. Aber der Ursprung ist natürlich sind die Gedanken, die wir haben. Und genauso kann ich natürlich gute Gedanken haben. Und da gehe ich davon aus, dass diese guten Gedanken auch gute Dinge anziehen, die schlechten Gedanken die schlechten Dinge anziehen. Und es ist natürlich nicht immer leicht, wenn viel im Außen passiert, diese guten Gedanken aufrecht zu erhalten. Aber Tatsache ist auch, wenn ich positiv denke, dann habe ich eine andere Ausstrahlung, mein Körper reagiert, ich trage öfters ein Lächeln im Gesicht und ich bin ganz bestimmt auch so eine Art Botschafter für Mut, Hoffnung und Zuversicht, wenn ich positiv denke. Und manch einer sagt dann, ja, du mit deiner ne Positivdenkerei, es sind halt auch negative Dinge auf dem Planeten. Das stimmt. Es ist auch nicht, dass ich mich weigere, das zu sehen, aber ich glaube einfach ganz fest an diese Kraft dieser positiven Gedanken. Und jetzt, wenn ich mir gerade so ansehe, was auf dem Planeten passiert, ich bin ein großer Fan davon, einfach auch Licht und Liebe zu senden, damit diese negativen Dinge so in Licht eingehüllt werden, dass die gar nicht anders können, als zu verschwinden. Und das ist das, was wir proaktiv auch tun können.
Und je mehr sich da zusammentun, desto größer ist die Energie. Ne? Das ist dann kumulativ und verstärkt sich. Where focus goes, energy flows, hat ja mal ein bekannter Speaker gesagt. Und dem ist auch wirklich so. Ne? Also viele, die nehmen so diese Ohnmacht und Hilflosigkeit wahr, ist bei mir auch so. Was kann ich denn schon tun, diese Bilder und das alles zu hören, zu sehen? Oh Gott. Aber da unterschätzen wir eben diese Macht, die wir doch auch haben, dadurch, dass wir uns positiv ausrichten, in unserer Kraft sind und das nach außen strahlen und auch das, was du alles so tust. Warst du denn immer schon so unterwegs oder war das bei dir auch ein Prozess? Naja, das war natürlich schon auch ein Prozess, aber vom Grunde her muss ich sagen, habe ich sehr gute Gene von meinen Eltern mitbekommen. Also meine Mama ist sehr positiv, wir sind alles so ein bisschen Kämpfernaturen. Und ich habe halt immer auch schon gern viel gelacht und habe aber auch immer gern schon viel angepackt. Also ich habe, als ich 16 war, zum Beispiel schon hier so einen kleinen Weihnachtsmarkt organisiert für einen Schulkollegen, der einen sehr schweren Rollerunfall hatte und einen Aufenthalt in den USA dringend gebraucht hat, um einfach wieder gesund zu werden. Und das ist mir lange Jahre entfallen gewesen. Das hat mir tatsächlich vor ein paar Wochen ein alter Schulkollege erzählt. Der hat gesagt, Mensch, weißt du noch damals die Aktion, die du gemacht hast? Also ich war immer schon jemand, ich wollte positiv sein, aber ich wollte auch etwas tun. Also ich finde, diese zwei Dinge sind wichtig. Und ich stelle halt fest, wenn man in diesem Mitleid ist und in diesen unguten Gedanken, das verringert auch die Tatkraft, die Tatenergie. Man ist natürlich nicht motiviert in dem Moment, wo ich glaube, ich kann mit dem, was ich tue, gar nichts bewirken. Dann unterschätze ich meine Macht, aber es raubt mir auch die Kraft, was zu tun. Und deshalb finde ich diese Kombi sehr schön. Und klar hat sich das bei mir entwickelt, auch durchs Lesen von vielen Büchern. Und ich leite ja nun seit 20 Jahren ja auch Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo es genau darum geht, in dieser positiven Energie zu bleiben. Um zu sehen, wie wichtig es ist, was wir beitragen können mit unserem täglichen Sein. Und es müssen nicht immer die Spenden sein in Millionenhöhe, darum geht es gar nicht. Ich glaube, dass diese kleinen Gedanken, diese kleinen Gesten untereinander, wie wir miteinander umgehen, total viel wert sind. Ja, ja. Das merkt man ja auch schon, wenn man sich gegenseitig morgens ein Lächeln schenkt. Ne? Man ist dann gleich ganz, ganz anders drauf. Und ja, das ist so dieses Feinstoffliche, das ist ja auch schade. Also bei mir ist das ganz, ganz spät auch erst gekommen. Sowas wird ja nicht in der Schule oder im Kindergarten beigebracht oder sowas. Das ist bei mir wirklich in einer ganz tiefen Lebenskrise, als ich mich selber wieder aufraffen musste und ich auf der Suche war nach Büchern, nach so Seminaranbietern, nach Ausbildung. Da bin ich dann erst darauf aufmerksam geworden und dachte ich, wow, stimmt. Also warum diese Lebensgesetze, warum wird sowas nicht früher uns beigebracht? Es gibt ja durchaus andere Kulturen und Länder, da gehört das total dazu. Und das ist ja auch so logisch und dieses Feinstoffliche einfach, das wird total unterschätzt. Und sich da mal so ein Lächeln zu schenken und durch kleine Aufmerksamkeiten im Alltag, ja, kann so jeder ein Teil der Veränderung für die Welt sein. Ne? Und ich habe neulich so ein schönes Zitat gelesen. Was kann ich dann alleine schon bewirken, fragte sich die halbe Menschheit. Ne? Und das ist, finde ich, auch sehr, 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 sehr wichtig. Also da auch danke für dein Tun, für dein Sein. Wir haben ja auch sofort gemerkt, gleich im ersten Telefonat, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Und das war so ein Geschenk, das auch zu sehen, dass immer mehr Menschen so unterwegs sind. Wir kommen jetzt ja gleich nochmal zum Thema so Ernährung oder überhaupt, was du noch so alles machst und da hoffentlich noch ein bisschen was erzählst. Aber da so immer auf mehr Menschen zu stoßen, sei das so dieser Konsum, ne? Sei es die Ernährung, sei es das, womit wir uns täglich auseinandersetzen, was wir lesen. Du hast ja auch gerade ein tolles Buch geschrieben. Und da haben wir auch beide so gesagt, wir möchten Menschen ja inspirieren. Ne? Wir möchten sie ja nicht missionieren, sondern ihnen einfach aufzeigen, wie kann man noch gut und gesund leben für sich, für die Natur, für die Tiere, für andere Menschen was Gutes tun. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Weg. Und das, da lädt man ja andere auch automatisch ein, ne? dass man es vorlebt. Du hast eben von Motivation gesprochen. Und andere sehen, ach Mensch, wie toll ist das denn? Davon möchte ich mehr erfahren. Erzähl mir mehr. Das finde ich ganz, ganz klasse, dass wir eben jetzt auch diesen Weg haben, so verbunden zu sein und auch andere dazu informieren, zu inspirieren, ohne zu missionieren. Ne? Dein Name, also Fee ist ja dein Spitzname, Felicitas, die Glückliche.
habe ich ja in der Einleitung schon gesagt. Das steht ja so für die Themen, die dir auch wichtig sind, ne? Also den Lebensstil, den wir ja auch teilen. Du stehst für in deiner Arbeit für vegane Neuigkeiten, Rezepte, du machst Kochkurse von Seminaren, hast du schon erzählt. Und du sagst eben auch, dass dieser vegane Lebensstil die Antwort auf viele globale Herausforderungen ist, habe ich so bei dir auch lesen können. Was sind da deine Erfahrungen, die du mit den Jahren gemacht hast? Vielleicht magst du da auch nochmal von den Vorteilen, sage ich jetzt mal, dieser Lebensweise für uns, aber auch für die Welt berichten. Ja, sehr, sehr gerne, Christine. Also ich lebe nun seit 30 Jahren, anfangs vegetarisch, relativ schnell dann auch vegan. Und ich habe natürlich jetzt nur den, in Anführungsstrichen, den kleinen Vorteil, dass ich auf eine lange Zeit zurückblicken kann. Und ich bin an der Stelle schon mal total dankbar, was in diesen 30 Jahren in dieser veganen, vegetarischen Szene passiert ist. Also noch vor 30 Jahren war das ja undenkbar, ein vernünftiges Essen in irgendeinem Lokal zu bekommen. Und von daher hat sich das ja sehr gewandelt von diesem anfänglichen Öko-Image zu einem Trend. Und jetzt ist dieser Trend ja schon eine inzwischen anerkannte Lebenseinstellung geworden. Und das ist ja auch so meine große Hoffnung, meine große Idee. Ich bin ja so ein großer Fan von diesem Wort Paradigmenwechsel. Ja. Also Paradigma ist ja sozusagen eine Meinung, die viele Menschen teilen und als richtig ansehen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, früher war die Sklaverei normal. Heute sagen wir, Sklaverei ist nicht normal, so geht es gar nicht. Und das ist so mein Wunsch, mein großer Wunsch für die Zukunft, dass ich sage, es wird mal Menschen geben, die zurückblicken und sagen, wie damals vor 30 Jahren haben andere Menschen Fleisch gegessen von Tieren. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und das wäre so meine große Idee dahinter. Und ich möchte das aber nicht erreichen durch Missionieren und auch nicht durch irgendwelche gruseligen Videos, wo Tiere schlecht behandelt werden. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern meine große Idee ist immer, Sog zu erzeugen. Das hast du gerade auch schon schön gesagt. Also ich möchte, dass meine Begeisterung so groß ist und der Genuss beim Essen so groß ist, dass die Leute sagen, es ist gar nicht schlimm, wenn ich mal auf Fleisch verzichte. Ja. Und jede Mahlzeit zählt, jede Mahlzeit ist ein Geschenk, was wir machen können. Das ist ein Beitrag, ein ganz großer Beitrag für unseren Planeten. Und dieses Bewusstsein möchte ich gerne fördern mit meinen Gedanken, mit meinen Taten, mit den Dingen, die ich erzähle, dass die Leute einfach sehen, Mensch, da kann ganz viel passieren. Auch da wieder die Macht des Einzelnen, was du eben ja auch so schön gesagt hast. Die halbe Menschheit hat gedacht, ne, ich zähle nicht, aber ich zähle halt doch. Ja, ne? Und ganz klar, vegan, ich sage immer, ist die Antwort auf die globalen Herausforderungen, hört sich extrem an. Ich denke aber, da ist viel dran. Es ist einmal ein Weltklimaproblem, was wir vor 20 Jahren hat jeder noch drüber gelacht. Heute wird es in den Nachrichten erzählt, ne, dass wir halt einfach diese ganzen Tierfutterflächen, die dort, die einfach hier existieren, dass die unser Weltklima massiv verändern, die ganze Nutztierhaltung verändert unser Weltklima. Ganz klar der Welthunger, da müssen wir was tun, da sind wir alle gefordert. Wenn heute irgendwo ein Kind verhungert, haben wir damit zu tun, ob wir das wollen oder nicht. Und es ist ganz klar auch eine Frage der Ethik. Ne? Also ich bin ursprünglich mal katholisch erzogen worden, egal wie ich dazu stehe, aber Tatsache ist, da steht auch drin, du sollst nicht töten. Und ich habe in dieser ganzen Geschichte nicht gelesen, dass sich das nur auf Menschen bezieht. Ja. Na, und ganz klar auch unsere Gesundheit. Ne? Also vegan, die gesündeste Ernährung. Ich denke, jeden Arzt, den man fragt und der ehrlich antwortet, der wird sagen, das stimmt. Also da kann man einfach ganz viel machen. Und von daher denke ich, dass vegan schon die Zukunft sein wird für unseren Planeten und ganz, ganz viel Positives bewirken wird. Sehe ich absolut genau so wie du. Ich bin mit Tieren groß geworden. Tiere waren meine Freunde. Ich bin 6 oder 7 war ich. Da habe ich für mich entschieden, ich kann meine Freunde doch nicht essen. Und wenn man meine Eltern mal fragt oder auch meine Familie, die haben versucht, mir irgendwie was unterzumogeln, da komme ich mich gleich noch, habe ich noch eine ergänzende Frage, weil die immer dachten, oh Gott, die Kinder, denen fehlt ja so viel. Die müssen das doch essen, aber auch da zum Thema Paradigmenwechsel. Es gibt ja auch viele, viele Profisportler, die vegan leben. Für mich war das einfach, ich bin jetzt 39
Und seit meinem 7. Lebensjahr, ja, da habe ich mich dazu entschieden und habe das echt durchgezogen. Also da, ja, der Tiere wegen. Das war für mich echt so eine moralische Geschichte und da bin ich wirklich bei geblieben, aus Überzeugung. Wie gehst du denn damit um, wenn du so, ich sage jetzt nicht mal die Anfeindung, das ist vielleicht überspitzt, aber einfach so kritische Anmerkungen von wegen, ja, dir fehlen doch gewisse Nährstoffe oder da können wir ja gleich nochmal, wenn wir auf dein Kochbuch zu sprechen kommen, das ist nämlich so toll aufgebaut, können wir da gleich nochmal ein bisschen vertiefen, aber wie gehst du an dieser Stelle damit um, wenn du die Vorteile so vom veganen Lebensstil aufzeigst, global ist das ja ohne Frage. Zanken sich ja nicht mal Wissenschaftler, das ist ja einfach Fakt. Wie gehst du damit um? Ja, also ich bin grundsätzlich auch ein Fan von Zahlen, Daten und Fakten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich mache jetzt ja zum Beispiel mein großes Blutbild und ich habe keinen Mangel. Als ich damals mit meinen Kindern schwanger war, hat es geheißen, ich hätte bestimmt Eisenmangel. Mhm. Ich hatte nie einen Eisenmangel. Dann plötzlich kam Vitamin B12 auf. Nein. Da habe ich auch kein Problem mit. Also von daher, ich sage mal so. Man kann auch als Veganer das gut substituieren, um mal jetzt alle Zweifler mal ein bisschen verstummen zu lassen. Genau, man kann das natürlich alles substituieren. Mhm. Und ich sage mal so, jede Ernährungsform kann ich gesund oder ungesund machen. Ich kann als Veganer auch nur vegane Sahnekuchen essen, dann bin ich auch nicht gesund ernährt. Genau. Und es ist halt die Mischung macht, sage ich mal, wo man sich mit beschäftigt, wie ernähre ich mich. Mhm. Und ich würde mal so sagen, wenn man über Mangel spricht, muss jeder erstmal, finde ich, mir selber seine Werte zeigen. Dann kann ich über den Mangel sprechen und dann, ich finde immer so spannend, dass sich dann manchmal doch Fleischesser Gedanken machen über meine mögliche Mangelernährung, aber über ihre eigene gar nicht nachdenken. Ich bin ein Fan, jeder schaut bei sich, und guckt, was zu ihm passt und setzt es um. Und wenn man das Ganze noch verknüpft mit einer globalen Verantwortung, die wir alle haben, dann muss ich vielleicht manchmal neue Entscheidungen treffen. Und mein Mann ist da zum Beispiel das beste Beispiel, der ist ja nun auch ein Fleischesser, vom Grunde her mal. Tatsache ist aber auch, dass der sich jetzt in den Jahren, seit wir zusammen sind, der ernährt sich jetzt zu 90% vegan. Und er sagt inzwischen, ich möchte auch gleich mal mit dieser kleinen Geschichte aufräumen, wo Leute immer sagen, warum müssen denn Veganer Ersatzprodukte essen? Müssen Veganer gar nicht. Können sie aber, und das ist auch nicht schlimm und das ist auch nicht verwerflich, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich mag diesen Fleischgeschmack, und ich möchte aber kein Tier dafür töten. Mhm. Und mein Mann sagt jetzt zum Beispiel ganz klar, wenn er jetzt ein veganes Sellerieschnitzel von mir isst, dann ist es so, dass es zu 95% für ihn so schmeckt wie ein normales Schnitzel. Ja. Und wenn er mit den 95%, die 5% Differenz, die da stattfinden, auf die kann er verzichten, wenn er dafür was Gutes tut. Mhm. Das finde ich ist einfach eine vernünftige Einstellung. Ja. Ich muss einfach mal selber schauen, wie bin ich denn gesteuert, wenn ich immer nur sage, ich kann auf mein Fleisch nicht verzichten. Fleisch ist mein Gemüse und all diese Dinge. Und manchmal sagen welche, ja, ich habe noch nie was Veganes gegessen. Dann sage ich mal, hast du noch nie einen Apfel gegessen oder eine Banane? Ja, doch schon, sage ich. Guck mal an, du hast schon vegan gegessen. Wie wenig da, das ist einfach, darüber denken dann wenige Leute nicht richtig nach. Und dann kommt sowas, ne, im Großen schlägt das dann große Wellen. Und dann führt das zu so einem kollektiven Denken. Ach ja, stimmt, die Banane ist ja vegan. Aber erstmal die Veganer verteufeln. Also ich gehe mit den Vorurteilen eigentlich immer sehr liebevoll um. Ja. Versuche immer, die Leute da abzuholen und versuche einfach ihnen idealerweise einen kleinen anderen Blickpunkt zu geben, der sie vielleicht dazu bringt, darüber nachzudenken. Und ich muss jetzt mal sagen, in meinen vielen Jahren, wo ich so lebe, wenn jetzt Leute zuhören, die mich kennen, sagen bestimmt einige, seit ich die Fee kenne, lebe ich definitiv wesentlich veganer. Und das ist eigentlich alles, was ich erreiche. Ja, sehr schön. Ja, ganz, ganz toll. Ja, und die reden dann auch wieder darüber. Wir hatten ja auch, kommen wir auch gleich, ne, drauf, Einweihung von deinem Feengarten im alten Land. Da hast du ja auch so tolle Kostbarkeiten da gezaubert. Und alle so, boah, wie lecker ist das denn? Und wenn man sagt, ja, soll ich dir das vegane Rezept mal geben? Ach was, das ist vegan und so lecker und so, das möchte ich ja auch mal nachkochen, ne? Ja. Und dann machen die es vielleicht auf den nächsten Geburtstag und dann geben die das Rezept auch weiter. Also so kann es eben liebevoll auch passieren. Das ist das, was sich bei mir so eingebrannt hat. Ne? Ja. Ja, danke für das Teilen deiner Erfahrung. Du sagst,
Schöpfung unser wertvollstes Kapital ist. Das geht natürlich so in Richtung, ne? Was hatten wir eben so als erstes, ne? Einstieg, die Macht unserer Gedanken und dann hier so Lebensweise. Aber was genau meinst du damit ganzheitlich? Ja, also was ich damit meine, da muss ich tatsächlich Al Gore ins Spiel bringen. Er hatte ja diese schöne Reportage gemacht, Wege aus dem Ungleichgewicht. Er war ja Vizepräsident der USA lange Zeit. Und ich sage mal so, wir behandeln unseren Planeten, der berühmte Satz, den kennen viele, aber es ist die Realität. Wir behandeln unseren Planeten oft so, als hätten wir noch mehrere davon in petto. Mhm. Das haben wir halt nicht. Und wir denken, wenn wir hier irgendwo was entnehmen, es passiert nichts auf einer anderen Seite, aber es passiert natürlich ganz viel. Und Al Gore hat dieses Prinzip, diese Idee erschaffen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Er sagt, wir müssen den Planeten einfach als Firma ansehen. Und in dem Moment, wo wir dieser Firma etwas entnehmen, müssen wir etwas dafür bezahlen. Und wir müssen das auch wirklich in Form von Finanzen oder in Ausgleich machen. Sprich, wenn ich irgendwo was wegnehme, muss ich vielleicht auf der anderen Seite wieder 1 Million Bäume pflanzen. Und das finde ich so, die Schöpfung ist unser wertvollstes Kapital. Wir müssen mit diesem Kapital auch so umgehen, dass wir nicht diese Firma in die Pleite schicken und einen Insolvenzverwalter brauchen, sondern wir müssen diese Firma dahin bringen, dass sie Gewinne erzielt für uns alle auf dem Planeten, weil wir alle sind in dieser Firma. Wir gehören da alle dazu. Und ich sage mal, wir in den Ländern, die wir viel haben, wir vergessen halt oft, dass es andere Menschen gibt, die viel weniger haben und sagen dann halt so, naja, das ist halt so, die haben weniger. Dann müssen wir aber auch uns in Erinnerung rufen, dass wir ein Riesenglück haben, dass wir auf dieser Seite geboren sind. Und dass das ein ganz großes Geschenk ist. Und dieses Geschenk entbindet uns aber nicht aus der Verantwortung, auch für die anderen zu sorgen. Und das ist ja eigentlich das, was globales Denken ausmacht. Dass wir global denken. Und nicht immer nur sagen, wir wollen unseren Wohlstand nicht verlieren. Wir sind alles jetzt gewohnt. Wir sind tatsächlich reich beschenkt vom Universum. Ne? Ganz reich beschenkt. Und deshalb ist für mich die Schöpfung unser wertvollstes Kapital. Wir behandeln es nur nicht wie Kapital. Wir behandeln es so, als könnte man es verwenden. Ja. Und es würde immer was nachkommen. Mhm. Aber so verhält es sich nicht. Ne? Mhm. Ich mag diesen Witz so gern. Der ist sehr sarkastisch, aber ich mag den sehr gern. Der Mond trifft die Erde und sagt zur Erde, na Erde, wie geht's dir so? Und dann sagt die Erde, ach, nicht ganz so gut, ich habe Homo sapiens. Und dann sagt der Mond, das macht nichts, das geht vorüber. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir oft nicht sehen. Wir sind Gast auf diesem Planeten. Ja. Und wir haben in unserer kurzen Spanne, die wir hier sind, so viel Eingriff vorgenommen, dass der Planet überhaupt noch so besteht. Das ist nur, weil der auch ein großes Selbsterhaltungssystem hat, was ich sehr bewundere. Ne? Also die Forscher haben schon mehrere Male gesagt, es würde ganz in die andere Richtung gehen. Aber auch der Planet denkt mit, der ist intelligent und der will sich auch aufrechterhalten. Ja, man sieht es ja aber auch so ein bisschen an den Naturkatastrophen, die immer doller werden. Ne? Ja. Also die Natur rächt sich ein bisschen. Ja, es sind Zeichen, die wir kriegen und wir können uns halt entscheiden, ob wir darauf reagieren und an unserem Lebensstil was ändern. Zum Beispiel fände ich zum Beispiel, es wäre Pflicht, dass jeder hier wegen mir alle 2 Jahre seinen ökologischen Fußabdruck sich mal ansieht. Solche Dinge müssten mal Pflicht sein, weil das ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viel sie tatsächlich verbrauchen. Ja. Ja, Müll produzieren und sich. Das hab ich neulich auch durch meinen Sohnemann in der Schule erst, muss ich wirklich sagen, mich mal ganz genau hingesetzt und mit ihm mal so erarbeitet, was darf eigentlich in den gelben Sack, was kann recycelt werden, was können wir auch wiederverwerten, was können wir vielleicht gänzlich vermeiden in Zukunft, aber dadurch, dass wir es selber herstellen können. Und da ist so eine Bewusstseinsänderung auch passiert. Aber dadurch, dass wir uns auch zusammen hingesetzt haben, ist immer so dieses Thema Eigenverantwortung. Ne? Was kann ich, wo kann ich dazu beitragen? Und jetzt ist die Mülltonne schon sehr, sehr viel kleiner. So. Und das ist in seinem Denken drin und er achtet davon sich aus drauf. Also das ist so, so wichtig. Und das fängt wirklich im Haushalt an. Ne? Jeden Tag, wenn man aufsteht. Und das vergessen auch viele. Das ist irgendwie die Nachrichten, das ist weit weg. Aber ne, wir brauchen letztes Jahr in den Sommer gucken mit der Flut und was da in Australien los ist oder mit den Vulkanausbrüchen und Tsunami. Und also das sind ja alles die Natur, die reagiert ja auf das, was wir ihr im Grunde antun. Ja, danke für diese
für diese wertvollen Worte. Wir können auch gerne noch mal ein paar Tipps, ein paar Links so von dir auch in die Shownotes setzen, dass man direkt da auch mehr von dir erfahren kann. Du hattest eben jetzt auch noch mal gesprochen, dass zum Thema so Bäume pflanzen. Da durfte ich ja auch letztes Jahr dabei sein im alten Land bei der Einweihung eines Feengartens und wir durften auch Birnbaumpaten werden. Und also das war so ein toller Austausch, dass da so wunderbare Menschen zusammengebracht. Vielleicht magst du uns über diese Vision noch ein bisschen was erzählen. Was sind da für Menschen zusammengekommen? Also du hattest auch erzählt von Bali, glaube ich, also überall aus von der Welt. Und dass auch zwei, drei Paten für die Bienenbestände sorgen, also Bienenpatenschaften auch vergeben. Magst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen? Ja, sehr gerne. Ja, der Feengarten, so heißt der jetzt ja, ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe, als ich in Australien gewesen bin, in der Nähe von Melbourne so einen Gemeinschaftsgarten gesehen. Und da haben wir so einen Tag drin verbracht und fanden es total schön. Und ich habe dann gesagt, Mensch, sowas würde mir auch mal gefallen. Und ich glaube ja sehr daran, dass sich die Dinge einfach immer fügen. Und es hat nicht lange gedauert. Und tatsächlich von dort, wo ich wohne, keine 2 Minuten entfernt, ist ein Grundstück. Und das konnte ich pachten. Das hat 1400 Quadratmeter. Und ich wollte halt gerne so ein bisschen als Zeichen gegen die, ich sage es jetzt mal böse, die Vorgärten des Grauens, wollte ich gerne mal zeigen, was man aus 1400 Quadratmeter machen kann. Und mir war auch wichtig, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist, weil man alleine sowas eigentlich gar nicht wirklich stemmen kann. Also miteinander können wir einfach ganz viel erreichen und dann geht auch vieles leicht. Und ich habe gesagt, ich möchte dort mindestens 40 Obstbäume pflanzen, alte Sorten. Und habe dann einfach mal gefragt, wer will denn Pate werden? Waren natürlich von der Familie sehr viele Leute, dann auch natürlich Freunde. Und deshalb ist es jetzt ein Freundes- und Familienwald geworden. Und unser weitester Pate ist aus Neuseeland. Das ist der Herr Pallas, wo ich auch die Seminare halte. Mit seiner Frau und auch sein Sohn mit Familie hat ein Bäumchen sich gegönnt sozusagen. Und die finden das ganz schön, dass sie über den Planeten, die weite Entfernung hinweg, einfach hier verknüpft sind mit Deutschland, mit dem alten Land. Meine Tochter auf Bali hat natürlich auch einen Baum. Ja. Aber auch ganz viele Menschen einfach in unserem Umfeld. Und ich muss sagen, wir waren ja wirklich auch überwältigt von diesem Pflanztag am 20. November. Also auch, dass du da gewesen bist mit deinen Kiddies und mit deinem Papa. Und es war ja so eine wunderschöne Stimmung. Und wie alle da zusammengeholfen haben, das treibt mir jetzt noch die Tränen in die Augen. Weil das so eine Gemeinschaft war. Und dann denke ich immer, man kann so viel erreichen, wenn wir zusammenhelfen. Und das ist so, ich glaube, was wir auch, bevor wir jetzt unseren Podcast hier angefangen haben, Christine, wo du gesagt hast, ja, manchmal ist es für dich so schlimm zu sehen, was Menschen sich einander antun. Es gibt auch das genaue Gegenteil, was Menschen füreinander tun. Und das sehen wir jetzt ja auch, das haben wir, finde ich, sehr gesehen bei der Flutkatastrophe. Ich mache noch einen kleinen Schwenk dahin, weil das einfach wichtige Gedanken sind, finde ich auch. Ja. Das sehen wir jetzt auch mit der ganzen Ukraine-Geschichte. Da passiert so viel Gutes und das ist genau das, was wir auch uns konzentrieren müssen. Was entsteht daraus? Vielleicht sind das alles diese Dinge, die auf der Welt passieren, damit wir sehen, dass wir eins sind und dass wir zusammenhelfen müssen. Dass das die wichtigste Energie auf dem Planeten ist, dass wir einander unterstützen und nicht, dass wir gegeneinander sind. Der Feengarten ist wirklich was, was mich begeistert, was mir Freude macht. Da kommen jetzt ja auch noch Bienen hin. Da liegen schon die Paletten, die werden jetzt schon angeliefert sozusagen. Und ich habe hier ganz tolle Paten auch nochmal für ein Insektenhotel, was jetzt aufgebaut worden ist. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das finde ich eigentlich so wichtig. Mhm. Und ich denke, wenn jeder Mensch auf dem Planeten dieses Gemeinschaftsgefühl hätte, dann hätten wir keinen Krieg und keine Uneinigkeit. Ja. Ja. Dann hätten wir das nicht. Ja. Und was können wir wieder dafür tun, proaktiv? Wir können selbst so handeln. Mhm. Das ist, was wir machen können, die ganze Zeit. Ja. Und von daher, wir haben wirklich ganz viel, was wir positiv bewegen können. Und das ist jetzt nur, ich muss dazu sagen, den Feengarten ohne meinen Mann Erik gäbe es den nicht, weil der ist so fleißig dort, der hat so viel geholfen. Wahnsinn! Macht, was ich gar nicht machen könnte. Ja. Und der ist so fleißig und
Das finde ich ganz großartig, dass er mich da so unterstützt, weil er müsste das nicht. Der ist ja nun von aller Arbeit befreit und wollte eigentlich nur schön leben und nur schön Urlaub machen. Und jetzt hat er ja nun mich und muss ganz andere Dinge tun oft. Aber er trägt es mit Fassung. Ja, schön. Nee, also, toll. Toll, toll, toll. Ich habe jetzt an dieser Stelle, als du das jetzt eben sagtest, das Zitat, habe ich von ein paar Tagen von John Lennon auch im Bezug jetzt auf die Ukraine gefunden, was ich so schön fand. Stell dir vor, dass alle Menschen ihr Leben in Frieden leben. Du wirst sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass du dich uns eines Tages anschließt und die Welt wird eins sein. Weil du das eben noch sagtest mit eins sein. Das war jetzt, fand ich, eine ganz schöne Ergänzung, ein ganz, ganz tolles Zitat. Und im Grunde geht es ja auch darum. Ne? Es braucht Menschen, die voranschreiten. Und durch die positive Wirkung, das ist ja auch das, was wir beide, ne, dieses Pure and Positive, wofür und wie wir uns da auch zusammentun wollten, einen schönen Beitrag, was Schönes gestalten, was Schönes schaffen. Ja, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und haben gesagt, dass ja, wir solche Menschen sind, die andere eben inspirieren möchten. Und dann stellen wir auch fest irgendwann, wow, das ist im Großen was ganz Tolles geworden. Ne? Ja. Auch das, du hast auf Instagram, teilst du auch immer ganz tolle Geschichten, auch das werde ich hier gerne verlinken, dass man zu dir da auch immer ja, finden kann und dann auch sehen kann, wie die Bäumchen die ersten Blätter bekommen. Du hast neulich mitgeteilt, dass sie alle den Winter gut überstanden haben. Ja. Und auch mit den Insektenhotels, also da kann man dann bei dir auf dem Laufenden bleiben und ja, schön, auch immer unterstützen da. Ja. Ja, nehme ich alles in die Shownotes. Du hast auch gerade, du hast mir das von ein paar Tagen zugeschickt, ein ganz tolles Buch rausgebracht. Ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen. Na, so, oh, ne? Ja. So jetzt. Ah, ja. Ein bisschen. Ja, sehr schön. Da. Noch ein bisschen höher. Ja. Ja. Ach so. Ja, ich verlinke es. Da bist du ja genau gewesen, ja. Fees, vegane Verwöhnküche, kreative Rezepte aus über 30 Jahren Erfahrung, von süß bis herzhaft. Nimm uns doch da gerne nochmal ein bisschen mit. Was sind da für leckere Rezepte enthalten? Und ja, vielleicht magst du ein, zwei einfache Sachen mal ein bisschen erläutern, mal ein bisschen was teilen davon. Ja, also an und für sich ist es so, es sind wirklich die Rezepte aus 30 Jahren Lebensstil, was ich so immer koche und was gut schmeckt und was jetzt auch in vielen Caterings immer sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Und wichtig ist, das war mir so ein Herzensprojekt, das ist wirklich mit der Familie zusammen entstanden, die ganzen Fotos da drin, die hat mein Stiefsohn mit seiner Freundin gemacht. Die Rezeptbilder, also Essen fotografieren ist ja sehr schwierig und die beiden haben das grandios gemeistert, muss ich wirklich sagen. Ich bin da total happy mit. Und es sind jetzt zum Beispiel auch das ganze Buch zusammengebaut, hat meine Tochter, die auf Bali lebt. Ja. Die Spedition, die es abgeholt hat, das ist die Spedition meiner anderen Tochter, die in Bamberg lebt. Und hier von meiner tierleidfreie Spedition, habe ich gelesen. Genau. Auf Deutschlands Straßen, toll. Ja, ist auch tierleidfrei. Wir haben auch mit der Albert-Schweitzer-Stiftung mal einen großen LKW geplant, wen streicheln, wen essen. Da waren Hund und ein Schwein drauf abgebildet. Also man kann in jeder Branche was tun, sage ich mal. Ja, und also hier auch die Korrektur gelesen wurde, das Buch auch von jemandem aus der Verwandtschaft. Also es ist alles so ganz persönlich, es sind auch sehr viele Widmungen drin, auch für meine Mama und für jeden, der mir so am Herzen liegt, der hat ein Rezept bekommen. Und die Besonderheiten in dem Buch sind vielleicht, dass ich auch immer Zaubermöglichkeiten bei jedem Rezept dabei habe, sprich, ich stelle fest, dass ja doch immer auch noch viel Essen weggeworfen wird, weil Leute nicht wissen, was mache ich denn mit den Resten. Das sind immer wieder Hinweise, was kann ich mit den Resten auch machen, was kann ich gut einfrieren und all diese Dinge. Und es sind Rezepte, die man wirklich einfach und schnell nachkochen kann. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also es sind auch einfach Dinge drin, die mal ganz flott gehen. Und mein persönliches Lieblingsrezept, hört sich ein bisschen komplizierter an, ist Karottenflan auf schwarzen Reis mit einem Maroni-Walnuss-Topping. Oh, hört sich wirklich kompliziert an. Ja, aber es schmeckt unsagbar lecker. Und das Schöne ist, man kann es toll vorbereiten, schön in Gläser füllen und auch 2-3 Tage im Kühlschrank stehen lassen und immer noch essen. Und es schmeckt immer noch total fein. Mhm. Also all solche Dinge sind da drin.
Und hat mir viel Spaß gemacht, das zu machen. Hat jetzt dann doch 2 Jahre gedauert, viel länger, als ich eigentlich gedacht habe. Aber der Aufwand hat sich gelohnt und wir sind sehr zufrieden und es verkauft sich auch schon sehr gut, was ja auch wichtig ist. Ja. Und was ich besonders schön finde, in den 3 Wochen, in denen dieses Buch jetzt tatsächlich erst auf dem Markt ist, habe ich schon so wahnsinnig viele Fotos bekommen von Menschen, die das Buch gekauft haben und Rezepte nachgekocht haben. Ah, und ich finde es schön, dass es tatsächlich aussieht wie im Kochbuch. Das war mir auch wichtig. Wir haben also jetzt auch nicht hier so Fake-Bilder gemacht, wo man hier Ponal Express in die Suppen reinmacht, damit die besser auf dem Bild aussehen. Wir haben wirklich echte Fotos gemacht. Wir haben danach auch alles immer gegessen. Man konnte das auch noch essen. Und ich freue mich wahnsinnig über jedes Foto, was da kommt, wo ich sage, Mensch, da hat jemand jetzt wirklich schon gekocht und sagt, es schmeckt und es hat Spaß gemacht und das ist schon ein ganz großes Kino. Toll. Vielleicht auch eine Idee für den nächsten Bildband, ne? So die Inspiration von Menschen, die vegan kochen. So. Ja, ja. Wieder eine neue Community. Ja. Toll. Toll, toll. Liebe Fee, du hast gesagt, du bist davon überzeugt, jeder Mensch hat seine Lebensaufgabe. Und du sagst von dir, du hast deine gefunden. Du hast jetzt so toll auch von deinem Weg erzählt und so ein bisschen da teilhaben lassen. Du sagst auch, viele Meister aus dem fernen Osten hatten so ihren Teil daran. Du hast viel gelesen, die haben dich dabei begleitet, dich inspiriert. Und du hast jetzt auch beschlossen, bei all dem, was du so machst, ein Online-Portal zu gründen, eine eigene Produktreihe darüber zu vertreiben, also unbedingt mal vorbeigucken, ganz lecker, und deine Lebenseinstellung mit der Welt zu teilen. Was ist durch das alles, was du tust, so zum Thema Lebenseinstellung, dein Wunsch für die Welt? Ja, mein Wunsch für die Welt. Ja, das ist natürlich immer so was ganz Schönes. Aber ich denke, wir haben vorhin ja schon gesprochen über dieses Gemeinschaftsgefühl, dass wir füreinander da sein sollen. Und ich denke, man darf immer gar nicht so ins ganz Große denken. Ich bin ein Fan davon, das Kleine zu denken. Was kann ich jeden Tag tun? Ich kann zum Beispiel jeden Tag, bevor ich über einen anderen Menschen urteile, bevor ich ihm was Böses sagen will, kann ich mir die Frage stellen, was würde die Liebe tun? Und was würde die Liebe jetzt sagen? Und ich finde, das ist eine ganz wertvolle Frage, die so ganz viel Gutes bewirken kann. Weil ich mich dann selber dabei erwische, es geht schon los, wenn ich im Straßenverkehr jemand anhupen will. Da kann ich mir dann auch mal denken, ich hupe den jetzt nicht an. Vielleicht hat der gerade einen unachtsamen Moment, den ich vielleicht ja selbst auch schon irgendwann mal in meinem Leben hatte und hat gar nicht gemerkt, dass er mir jetzt irgendwie in den Weg reingefahren ist. Also ich versuche wirklich, das ist so, wo ich sage, meine Lebensaufgabe, was ist die denn? Ich möchte vermitteln dieses, seid einfach mal sanft zueinander und seid auch sanft zu euch selbst. Weil wir kriegen so viel von außen, wo viel von uns erwartet wird und wir selber erwarten dann auch immer noch so viel von uns. Aber ich denke, dass wir sehen dürfen, wie grandios jeder von uns eigentlich ist. Und dass wir das genießen. Ne? Also ich sage immer so als Scherz, der Tag, an dem Gott mich schuf, da wollte er angeben. Ja. Das hört sich jetzt mal schlimm an. Aber es geht mir darum, ganz ehrlich, das Licht unterm Scheffel stellen, das machen ganz viele. Aber das ist nicht kein Geschenk für die Menschheit. Das Geschenk für die Menschheit ist, dass wir uns mit den Stärken und Schwächen, die wir haben, annehmen und sagen, so wie ich bin, bin ich okay. Ich vergleiche mich nur mit mir. Wie war ich gestern? Wo bin ich besser geworden? Wo habe ich mich verbessert? Und wie trage ich gute Energie in diesen Planeten hinein? Meine Tochter kam zum Beispiel mal nach Hause, das ist lange, lange her, da hatte die eine ganz schlechte Note in der Schule. Und Mariechen kam heim und hat ganz furchtbar geweint. Und dann habe ich gesagt, Marie, ich sage dir jetzt was, das sage ich dir genau einmal in deinem Leben. Wir weinen hier nur, wenn wir einem anderen Menschen was Schlechtes getan haben, uns nicht wieder richtig gestellt haben. Aber wir weinen in diesem Haus nicht wegen einer schlechten Note. Und die hat nie mehr wieder geweint, wegen der schlechten Note. Ich denke, dass das sind, klar muss man tolle Noten haben, weiß ich nicht, ob das alles so wichtig ist. Ich glaube, die Menschlichkeit ist viel wichtiger. Und das ist, was ich so weitergeben möchte. Macht euer Ding, seid ein Beitrag, also leistet einen Beitrag und dass man versucht, ein Gewinn für die anderen zu sein. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist man auf einem ganz guten Weg. Sehr, sehr schön.
großartig. Dieses Thema sanft zu sich selber sein. Also erstmal erreichst du mich da, weil ich auch tolerant bin mit Gott und der Welt. Aber was du mit mich mir nicht. angeht, bin ich sowas von rigoros und so knallhart. Ja. Ja. Und da frage ich mich auch manchmal, warum eigentlich? Also bist, ne? Also wenn man, wie ja, weil man wir haben einen sehr großen. Ja, wie bitte? Ja. Wie bitte? Ja, wir haben wirklich einen sehr großen Anspruch an uns selbst. Ja. Und ich sag mal, wir sind alles unsagbar gern Perfektionisten. Ja. Und wenn wir 100 Dinge uns vornehmen und wir haben 98 gemacht, dann hauen wir uns abends für die zwei, die wir nicht gemacht haben, sagen wir, das war nicht gut, dass wir das nicht gemacht haben. Das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen, dass wir einfach sagen, mach doch nichts, ist doch gar nicht schlimm. Ja. Das ist nicht schlimm. Und auch, wenn wir mal einen Fehler machen, da ein bisschen spielerischer mit uns umgehen, mal sagen, das ist jetzt halt passiert. Wenn ich jemand anderem was getan habe, dann entschuldige ich mich, dann stelle ich das klar. Aber ich muss mich auch vielleicht mal oft bei mir selbst entschuldigen und sagen, wenn ich denke, oh, warum hast du das wieder falsch gemacht? Das sind alles genau diese negativen Gedanken. Mhm. Ich sage immer, ich finde immer schön, wenn wir versuchen, Selbstliebe-Millionäre zu werden. Ja, auch ein schöner Ausdruck. Einfach mal schauen, wie ist denn mein Selbstliebekonto? Wie liebevoll gehe ich denn mit mir selber um? Weil was du sagst, das Problem haben viele, dass man mit allen anderen tolerant ist und mit sich selbst nicht. Ne? Ja, und das finde ich ist ein ganz, ganz toller Punkt oder eine Brücke zu dem Punkt, was wir eingehend gesagt haben, dass alles bei uns selber anfängt. Ne? Alles sind Gedanken. Und mittlerweile habe ich ja durch meine Ausbildung, durch das, was ich tue, eine ganz gute Selbstreflexion mir antrainiert. Das heißt, ich erkenne es ja, gewisse Symptome bei mir, oder ich mache dann immer einen Schritt zur Seite und gucke auf mich selber drauf. Also das sind dann Rituale, wo ich denke, ach Mint, jetzt bist du aber wieder verdammt hart zu dir. Und dann merke ich, es tut mir nicht gut, man hat Spannungskopfschmerz oder ich habe dann immer so ein bisschen so taube Fingerkuppen. Also ich reagiere da auch sofort. Und dann kann man ja bewusst noch gegensteuern. Also ich finde, das ist ja sehr wichtig. Wie geht man dann mit sich um und sich liebevoll begegnen? Ich habe jetzt jeden Tag auch mit den Babys und bei diesem ganzen Arbeitspensum und überhaupt immer so eine kleine Verabredung mit mir selber. Und das ist auch das, was ich vielen Klienten sage, auch im Kinderbuch habe ich das drin und auch in dem anderen Glücksbuch, sich so ein Date mit sich selber, das auch richtig in den Terminkalender einzutragen und dann einfach mal, es muss ja gar nicht viel sein, viel Zeit, aber sich diese Aufmerksamkeit selber schenken, oder? Also einen leckeren Kakao trinken oder was Leckeres kochen oder einfach mal sich einkuscheln für ein paar Minuten auf der Couch und einen schönen Tee trinken, ein Buch lesen. Jetzt haben wir ein paar tolle Inspirationen bekommen, was man so von dir auch lesen kann. Also sich selbst was Gutes tun, oder? Und da entstehen ja auch ganz andere Gedanken. Ja, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es da um eine Lebenseinstellung geht und dass es nicht im Außen ist, sondern bei uns wieder anfängt. Da haben wir es wieder, oder? Es ist wirklich so. Es fängt echt bei uns an und viele wollen im Außen erfolgreich sein und vergessen sich selber dabei. Und deshalb denke ich, alles, was du jetzt gesagt hast, dieses Date mit sich selbst, das ist total wichtig. Und wenn das am Tag manchmal nur 5 Minuten sind, aber die bringen Energie. Ja. Und das ist ja entscheidend, dass ich eine gute Tatenergie habe, dass ich was bewegen will und nicht immer das Gefühl habe, ich muss alles machen. Ja. Dass ich immer hinterherlaufe, sondern dass ich einfach sage, nee, ich gestalte wirklich mein Leben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich bin wirklich ein großer Fan von einer gewissen Leichtigkeit, einfach mal zu sagen, es ist jetzt, wie es ist, ich mache das Beste draus. Und wenn es heute nicht erledigt ist, dann mache ich es halt morgen. Mach doch nichts. Ja. Wir machen so viel, wir leisten so viel den ganzen Tag. Wir haben so viel auch von außen. Instagram, Facebook, E-Mails, dann klingt das Telefon. Die aktuellen Nachrichten. Die Nachrichten, alles, was auf uns einprasselt. Wir haben so viel, was von außen kommt. Da ist es ganz wichtig, damit wir eben auch diesen Beitrag leisten können, dass wir in der guten Energie sind. Mhm. Und das funktioniert nicht, wenn wir uns permanent vernachlässigen. Das funktioniert nicht. Also man kann nicht immer nur alles für die anderen tun oder alles für eine Firma tun. Man muss einfach auch mal viel für sich selbst tun. Und dann tut man automatisch wieder was für andere. Ne? Für die anderen, das ist so. Das ist der Schneeballeffekt. Ne? Ja, und ich finde auch diese Metapher dann immer gut im Flugzeug. Ne? Dass du kannst dir erst anderen helfen, wenn du dir selber deine Sauerstoffmaske aufsetzt. Also das ist ja
Ja, genau. auch bei meinen Kindern. Was nützt es, wenn ich da kaputt auf der Couch liege, mich nicht fühle, schlecht fühle, bin ich genervt, gereizt, kann auch nicht gut für sie sorgen. Also das sind immer so Spiegel, die man sich auch vorhalten darf. Und nicht jetzt anklagen, sondern einfach, oh, guck mal, darf wieder ein bisschen justiert werden. Und das da einfach mal so ein bisschen selbstreflektieren, dazu einladen. Und ich finde, das schlägt auch eine wunderbare Brücke so nochmal zu meiner letzten Frage, die ich nicht an dich habe. Angekündigt hatte ich es ja zum Thema, was können wir für den inneren Frieden tun? Also wir erst bei uns und dann im Außen. Das finde ich, wäre ein ganz tolles Schlusswort zu der aktuellen Zeit und zu dem, was wir jetzt alles so besprochen haben. Was kannst du dazu noch sagen? Wie finden wir den inneren Frieden in uns? Also da würde ich eigentlich gerne so mein Lebensmotto mit dir und mit allen, die zuhören, teilen. Seit Jahren habe ich einen Satz, der mich immer begleitet hat, und der ist: mein Leben ist ein Geschenk Gottes und die Art, wie ich es lebe, ist mein Geschenk an ihn zurück. Und wenn man über diesen Satz nachdenkt, dann ist es eigentlich die Antwort auf den inneren Frieden. Weil immer wenn ich was tue, wo ich mich selbst verletze, wo ich andere verletze, dann ist es kein gutes Geschenk zurück. Und immer wenn bei mir es mal hektisch wird, stressig wird, dann fällt mir das so ein. Und dann denke ich kurz drüber nach. Das ist so mein Reminder, um wieder dieses Date mit mir selbst zu haben, sage ich jetzt mal. Einfach mal kurz innehalten und sagen, was kann ich jetzt tun, dass die Art, wie ich lebe, wieder ein Geschenk ist und ich mich mit mir wieder total wohlfühle. Mhm. Das, muss ich sagen, ist für mich ein Satz, der mich viele Jahre begleitet hat. Der ist nicht von mir, der ist von Denzel Washington. Mhm. Und er hat ihn vor über 20 Jahren bei einer Oscarverleihung gesagt. Da wurde er gefragt, was das Geheimnis seines Erfolgs ist. Und da hat er diesen Satz gesagt. Und da konnte ich damals nur sagen, das stimmt. Das ist einfach richtig. Und diese innere Zufriedenheit, die bekomme ich ganz bestimmt, wenn ich auch immer gedanklich viel Licht und Liebe überall hinsende. Und wenn Situationen ungut sind, auch mit anderen Menschen, bevor ich anfange, die innerlich zu verurteilen, ist es sinnvoller, die einfach mal in Licht und Liebe zu packen und mich zu fragen, was würde die Liebe tun? Dann bin ich auf einem ganz, ganz guten Weg, glaube ich. Mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit. Ah, liebe Fee, ich habe Gänsehaut. Vielen, vielen Dank für diese tollen abschließenden Worte, überhaupt, was du mit uns geteilt hast. Freue ich mich, dass wir den Zuschauern, den Hörern wieder ein tolles Geschenk machen konnten, à la Pure and Positive. Das ist wirklich eine absolute Bereicherung. Vielen Dank für dein Wirken, für dein Sein, für unsere Verbindung. Ich freue mich schon auf die ersten Blüten im Birnbäumchen, wenn wir uns da hoffentlich dann in ein paar Wochen wiedersehen. Wie gesagt, ich verlinke gerne alles und dann freue ich mich, wenn unsere Community noch weiter wächst, wenn wir noch weitere Menschen inspirieren konnten. Ganz, ganz toll. Ich würde gerne dir zum Abschluss das Wort nochmal übergeben und sag nochmal vielen, vielen Dank. Ja, liebe Christine, ich habe natürlich sehr zu danken. Ich finde grandios, was du auf die Beine stellst, muss ich dir wirklich sagen. Du hast es vorhin gesagt, wir hatten ja sofort einen Draht zueinander. Und ich denke, die Arbeit, die du machst, ist genau das, was mein Herzensanliegen auch ist, einfach positive Energie zu verbreiten und auch etwas zu tun. Eben nicht nur sagen, ich denke nur positiv, sondern nein, wir müssen auch was tun im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und da hat jeder ganz viel Sachen, die er machen kann. Und ich finde, es war ein großes Geschenk, dass wir heute miteinander geplaudert haben. Und ich weiß, es war nicht das letzte Gespräch. Uns wird noch so einiges verbinden in den nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dein Engagement, weil das ist eine ganz großartige Sache. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Alles Gute für dich, für deine Projekte, für deine Lieben, für euch Zuhörer, Zuschauer. Und dann bis ganz bald. Alles Liebe. Tschüsschen. Tschüss.